So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon. Ups, schwarz. Soll ich zu dir runtergehen? Es tut mir so leid, mein Somnium. Das Tor ist dann gar nicht selbstredend, ich kann nicht mein eigenes Pokémon für den grauen Gallen beschützen. Okay. Team Plasma verfolgen oder was? Moment, erstmal kurz ins Team schauen. Habt ihr schon irgendwas Großartiges da getan? Paar Level-Ups, ansonsten irgendwie nichts. Okay. So, super, du schon wieder. Dort entlang, in die Richtung der Arena. Ich habe eigentlich keinen Bock, den Rennerkampf gegen ihn zu machen. Das soll Markus mal übernehmen. Wo sind sie nur? Schwer zu vermuten. Kein Zweifel. Hier muss es sein. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier drin ist niemand. Weder die sieben, weil es noch Team Plasma. Ja, super. Wenn ich glaub's, müsst ihr weiß, wo uns vorkommen. Ja, schön. Es ging schief. Ich übernehme das Kind hier. Ihr nehmt euch den Leiter vor. Nicht zu fassen. Weder, den überlasse ich dir. Und danach bist du dran. Was? Ein Garnuwil. So, beginnen wir mal mit Bob. Ja, Doppelkick, was sonst? Und tot. Unser lieber Zellet wird uns in der nächsten Arena leider nichts bringen, aber ist ja nicht schlimm. Yo. Das heißt, ich habe ein paar Leute den Pokémon weggenommen, müssen wir jetzt abbestrafen. Doch, muss ich. Oh nein! Team Plasma zurück zu rein, also fällt uns nichts mehr ein. Wir haben mal ein bisschen schnell die Weisen Bescheid geben. Ach, ich habe mich total verlaufen. Die Wegbeschreibung auf dem Wiesekasten habe ich jedenfalls nicht verstanden. Wenn sich Team Plasma hier drinnen umtreibt, dann kann es schon Pokémon auch nicht weit sein. Ich gehe rein. Diesmal kämpfe ich auch mit und du auch, Bell. Los, komm schon wieder! Ach, nebenbei, wenn alles gut funktioniert, dann hänge ich halt, ist jetzt so eine lustige Zahl bei mir dabei im LP. Das sind quasi, naja, der Counter der bereits erlittenen Volltreffer, die ich erleiden musste. Habe ich mir so gedacht, setze ich mal ein, weil, ist so. Oh nein, nicht Jesus. Sieh an, Arenaleiter Arty, der Schwule. Ihr von Team Plasma. Wer hat mal gesprochen? Moment. Ich muss mal eine schwulische Stimme rausholen. Ihr von Team Plasma. Ist ja wohl von der Sorte, die eigentlich einfach alles nimmt, was ich haben will. Auch wenn es nicht mehr anderen gehört, richtig? Ich finde, ich hatte voll Vorsorge für ein Pokémon versteckt zu unterhalten. Aber nun bin ich ja schneller aufgeflogen, als wir dachten. In der Tat. Aber im Grunde haben wir ja bereits einen ganz hervorragenden Unterschlupf. Nun, wie auch immer. Sagt mir, kennt ihr die Legende von der Entstehung der Einhornregion? Klar kenne ich die. Es ist doch die Legende des Schwarzen Drachen. So ist es. Wie lässt sich die Welt vereinen? Was, in der wir so viele Völker sich bekriegen? Eines Tages erschien der schwarze Drache einem Helden. Den kämpfenden Parteien gegenüber fletschte er die Zähne und dem Held brachte er die Antwort für jenes Dilemma, mit dem sich alles lang beschäftigte. Das Bild, das die Helden der Drache zusammen abgaben und ihre vereinten Kräfte waren es, die Herzen der Menschen wieder in Eintracht Frankfurt zuführten. Dies war die Geburtsstunde von Einhall. Von New York? Es ist eine Zeit, die Menschen wieder einem Helden mit einem getreuen Pokémon zu bringen und damit an ihre Herzen zu appellieren. So werden wir Licht in wenn wir die Welt mit Leichtigkeit zu einem Ort machen, wie ich. Nein. Wie Team Plasma ihn herbeisehnt. Hier in Stardust City gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Alle haben andere Ansichten und Lebensweisen. Das ist doch völlig normal, dass sich immer gleich versteht, was jemand sagt. Was?
Und dennoch gibt es etwas, was nicht alle gemeinsam haben. Unser Leid liegt das Wohlergehen unserer Pokémon am Herzen. Es passiert nicht selten, dass wir mit Leuten, denen wir uns zum ersten Mal begegnen, dadurch durch unsere Pokémon kommunizieren, sei es bei Kämpfen oder auch miteinander tauschen. Die Ansprache neulich in Gavina. Ich bin dankbar, dass ihr uns einen Anlass gegeben habt, unseren Umgang mit den Pokémon zu überdenken. Und wir haben geschworen, die Pokémon nach respektvoll zu behandeln. In dieser Hinsicht stärken eure Aktionen... Oh Mann, es ist anstrengend, so zu sprechen! In dieser Hinsicht, was? In dieser Hinsicht stärken eure Aktionen eigentlich das Band zwischen den Pokémon und den Menschen. Was vernehmen meine Ohren da? Ich hätte gar nicht erwartet, jemanden mit solch scharfem Verstand vorzufinden. Ich mag kluge Menschen. Für den König habe ich kluge Köpfe aus der ganzen Welt und Ort versammelt. Das sind, was? Man nennt uns sieben Weisen. Was? Man nennt uns die sieben Weisen. So klug sind wir. Ja, die sieben Weisen, ne? Die sieben Weisen Kinder des Jesus oder was? Ist klar, ne? Na gut. Deine Meinung in jedem Fall sei dir zu verziehen. Ich ziehe mich nur zurück. Junges Fräulein, hier ist ein Pokémon zurück. Oh, danke. Mein Somnia, und ich hab dich wieder. Aber Bell, das sind die bösen Kerle, die Menschen einfach hier geliebten Pokémon berauben. Aber ich bin auch so glücklich, dass mein Somnia im Versailles wieder bei mir ist. Das ist eben die wunderbare Freundschaft zwischen Menschen und Pokémon. Dennoch werde ich die Legende von einer wieder aufleben lassen. Oft ist die Herzen der Menschen und Feinden mit Pokémon bald wieder frei und von Jochen Unterdrücker sein können. Friede sei mit euch. Wie wir uns abhauen können, ne? Aber ist diese Bösen einfach so ungeschaut davonkommen? Na, überleg doch mal. Was würde mit anderen geraubten Pokémon geschehen? Nicht in Ordnung. Vielen Dank, Lilia. Oder Iris. Hauptsache, es wurde niemand verletzt und ich bin wieder glücklich mit meinem Pokémon vereint. Verstehe, na gut, meinetwegen. Und? Was haben wir jetzt einem Anschluss vor? Also, ich möchte mich erstmal ganz in der Stratos City umsehen. Na, ist doch wunderbar. Dann bleibe ich natürlich Welts Beschützerin, ganz klar. Lilia. Na, das triffst du auch ganz hervorragend. Ach Quatsch, Entschuldigung. Na, das triffst du ganz hervorragend. Die ist zwar eine tolle Trainerin, aber in der Großstadt fühlt sie sich doch immer ein wenig verloren. Und es ist doch schön mit anzusehen, wie Menschen und Pokémon einander zur Seite stehen. Ach ja, ist wirklich nett von dir, dass du nach dem Pokémon geholfen hast. Ja, bitte. Geil, ich krieg den Bär als Belohnung. Woo! Also dann, macht's gut. Moment mal. Also dann wieder. Ich warte in der Arena auf dich. Oh nein! Geil, Rauchball. Ich will nicht, dass Arti in der Arena auf mich wartet. Nein! Nein! Ich hoffe ja, dass ich den Arena-Kampf gegen ihn nicht machen muss. Ich werde definitiv für die ganzen Trainer davor mal ein bisschen vermöbeln, aber ich möchte nicht gegen ihn kämpfen. Ich weiß nicht, austicken wer. Hallo, geh rein. Danke. Oh, du gibst mir kein Tafelwasser? Oh, die gefällt euch doch, das City. Hier sind die Leute in den Überlauf schon überhaupt zur Arena gekommen, daher werde ich mich hier mal bereichen. Ja, danke. In der Arena, was es mit Wetten zu tun haben, die, was die du schreiten kannst. Auf den ersten Blick scheinen sie undurchdringbar, doch gib dir Mühe, dann wirst du es schon schaffen. Und wenn es nicht einmal weitergeht, drück einfach auf den Schalter am Brunnen. Hä? Oh nein! Na du. Die Köpfe des Rotters Arena ausgehen werden. Wie schön, wie schön, dass ich in der Kunst enthalten kann. Ich mag keine Clowns. Oder Kaspar, wie man auch will. Definitiv möchte ich aber hier der Kaktaube noch ein Level, ein Level Ups geben. Bis sie sich entwickelt. Ich weiß nicht, ab welchem Level ich meine, aber es war Level 20. 19? Pff, keine Ahnung. Auf jeden Fall merkt man, dass Kaktaube hier eindeutig OP ist. Trotzdem sollte der Arena-Kampf gegen Arti nicht gerade einfach werden, auch wenn wir die Kaktaube haben. Ein Toxipatch, ne? Meinetwegen. Hätten wir jetzt schon Feuer-Pokémon, wäre es natürlich noch... Oh. Hätte man Voll-Pokémon, ist natürlich noch einfacher.
Aber ich glaube, Arty hat Käfer-Pflanzen-Pokémon teilweise, also vielfach effektiv dann. Wobei sind wir mit Wind ja auch. Willst du mich natzen? Keine Entwicklung. Naja, komme ich da eigentlich schon hin? Wobei, nee, ich glaube, das komme ich erst so hin. Okay. Ich frage mich ja, was das... Was zum Teufel? So was schält aber, ich halt... so, jetzt hat man wieder kein Kämpfen. Noch ein Strawickel. Ich meine, auf Level 20 entwickelt sich die Kacktaube. Mal sehen, was können wir noch eigentlich gegen Käfer gut einsetzen? Ja, die Kacktaube. Noch was? Naja, die Kacktaube. So, Zedet macht keinen wirklichen Sinn, weil es ein Käfer ist. Das heißt, Kampf ist nicht effektiv. Grünschig macht überhaupt keinen Sinn, weil es Pflanze und Pflanze ist anfällig auf Käfer. Oh, ein Lili, was? Ein Nismuth, was? Wie spricht man das aus? Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ach, ich weiß doch nicht, was es ist. Das komische Drecksding da, ja, ich erinnere mich. Wobei, Warning Bob könnte da interessant werden. Aha. Noob. Und ein Volltreffer für mich. Geil. Trotzdem habe ich bisher noch gar keinen Volltreffer kassiert in der Episode. Irgendwas stimmt nicht. Immer noch was? Immer noch kein Level Up? Level Up sage ich schon. Immer noch keine Entwicklung? Dann wird das wohl doch Markus machen müssen. Sind das die einzelnen Räume zu den anderen Trainern? Was ist denn da? Ach so, da muss ich sogar durch. Okay. Super Spot 6 von hinten. Nein, nicht bei dem Clown. Aber da war ich mir noch nicht. Doch, da war ich schon mal. Aber warum? Was? Wie? Geh weg. Ich mag dich nicht. Ein Strawickel. Mal wieder. Wow, ein ganzes Level höher als alle anderen. Wahnsinn, Mann. Ich könnte ja mal trollende Ruheort einsetzen. Oder ich mache noch einen Volltreffer. Kann man sich ja aussuchen. Kommt eigentlich noch ein Trainer? Weiß ich gar nicht. Na, er ist nicht mal durch. Nichts mehr. Ich werde bestimmt berührt. Ach ja, hier noch einmal durch. Ah, da ist noch einer. Dann würde ich sagen, machen wir den. Ist noch einer? Ja, doch, da ist noch einer. Dann würde ich sagen, den mache ich noch. Stelle mich dann vor dem Arenaleiter, also vor dem Tor vom Arenaleiter, damit Markus den dann machen kann. Zwei Pokémon. Komm nach hinten, ich muss überziehen. Wobei, überziehen wir jetzt, oder soll ich das eiskalt hier stoppen? Jee!
Lass das mal. Also ich überziehe jetzt mit Absicht, weil ich Markus dann nicht im Ungewissen lassen will. Am Ende weiß er nicht, wie es geht. Was weiß ich, kann er sein. Erstmal ein bisschen hochheilen. Lalala. Ja, toll, Fahrenschuss. Tja, schade, dass es kaum Schaden macht. Noob! Noob! Ja klar, jetzt entwickelst du dich. Jetzt, wo ich keine Zeit mehr habe und voll überziehe. Hoffentlich schlägt mich Markus nicht dafür, dass ich sie überziehe. Komm, dafür habe ich Kacktaube entwickelt. Yay, ein Navi-Taub. Jetzt haben wir Navi! Oh nein. So, ganz schnell. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal, Leute. Bis beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.